Nur wenige haben je das kaspische Monster gesehen oder sind mit der Soviet Concorde geflogen. Wer kennt das Buran-Shuttle oder den Namen der ersten Frau im All? Russische Technik erfüllte Menschheitsträume. Geheimnisse eines untergegangenen Reiches. Wissenschaft und Technik haben in der Sowjetunion ein sehr großes Ansehen genossen. Und das gilt auch noch heute in der ganzen Welt. Die Sowjetunion war ja fast alles, was an Großtechnologie dargestellt worden ist, war immer mit dem Prestige verbunden. Wir, die Kommunisten, wir sind technologisch auf einem viel, viel besseren Weg. Politik und Pioniergeist. Das ist schon etwas, was mich immer wieder fasziniert, in welchem Zustand die Sowjetunion nach Ende des Krieges war. Und keine 10 Jahre später haben wir den ersten Sputnik. Und dass das möglich war, das hat schon die Weltöffentlichkeit in Erstaunen versetzt. Eine Zeitreise durch das 20. Jahrhundert. »1917 katapultiert die Oktoberrevolution ein rückständiges Russland ins Industriezeitalter. Die neue Welt schreitet im Maschinentakt voran. Doch bei allem Fortschritt misstrauen die Sowjetführer gerade ihren klügsten Köpfen. Unzählige Techniker fallen der Paranoia Stalins zum Opfer oder sterben im Zweiten Weltkrieg.« 1953 starb Stalin und Nikita Chruschtschow zog in den Kreml an als neuer Parteiboss und er versprach relativ schnell schon den Anbruch des Kommunismus, den Übergang zur kommunistischen Gesellschaft. Und was diese Übergangsphase betraf, war es natürlich so, dass die modernen Technologien, gerade auch die Raumfahrt und die Nukleartechnologie, sich als Vehikel auch des sozialen Fortschritts gerade angeboten haben. Chruschtschows Vision scheint wahr zu werden. Die Wirtschaft wächst mit über 10% im Jahr. Kohle, Öl und Wasserkraft treiben das rote Wirtschaftswunder an. Um das Leben der Menschen zu verbessern, setzt die Partei auf Wissenschaft und Technik. Der Staatschef gibt sich jovial. Er verspricht dem Volk ein Ende von Gewalt und Arbeitslagern und beschwört den Kommunismus mit menschlichem Antlitz. Doch Chruschtschow ist auch ein eiserner Herrscher mit Großmachtanspruch. Der Warschauer Pakt braucht eine starke militärische Industrie. Als 1956 die Ungarn mehr Freiheit wollen, walzen Chruschtschows Panzer den Volksaufstand nieder. Eigene Wege sind im Pakt der Sowjetstaaten verboten. USA und Sowjetunion rüsten weiter auf. Der Kalte Krieg beginnt zu eskalieren. Selbst ein Atomkrieg scheint nicht mehr ausgeschlossen. Das Wettrüsten in Ost und West beschäftigt Heere von Wissenschaftlern und Technikern. Das ist die Zeit, in der man festgestellt hat, welche unglaubliche Energie in diesen winzig kleinen Atomkernen steckt. Das war ja eine Entdeckung, wie soll man das sagen, das war ja ein Traum, jetzt auf einmal rauszufinden, wir brauchen nur ganz wenig Material und können eine Unmenge an Energie dabei freisetzen. In der Atombombe werden Urankerne in kleinere Teile gespalten. Bei der Wasserstoffbombe ist es genau umgekehrt. Durch Kernfusion verschmelzen zwei kleine Atome zu einem größeren. Das setzt unvorstellbar viel Energie frei. Die Wasserstoffbombe war natürlich so von der militärischen Seite her zunächst einmal das Wichtigere, weil man wollte unbedingt eine Waffe haben, die ein so starkes Abschreckungspotenzial hat, dass niemand das Land, das die Wasserstoffbombe besitzt, angreifen kann. 1955 wird die erste sowjetische Wasserstoffbombe gezündet. Ihr Konstrukteur, Andrei Sacharow, ist von der Wirkung so schockiert, dass er fortan nur noch die friedliche Nutzung der Kernenergie erforschen will.
Sacharow macht den Vorschlag, das Plasma nicht in einem elektrischen Feld, sondern in einem ringförmigen Magnetfeld einzuschließen. Und das hat zum Konzept des Tokamak-Reaktors geführt. Um die Fusion zu starten, muss Plasma aus Wasserstoffkernen auf viele Millionen Grad erhitzt werden. Das geht nur, wenn es in einem Magnetfeld schwebt, ohne die Reaktorwand zu berühren. In einem Tokamak gibt es die Spulen, die magnetischen Spulen, die ein Magnetfeld erzeugen. Und in dieser Struktur, in dieser magnetischen Struktur fließt ein elektrischer Strom, praktisch wie in so einem Donut, würde man heute sagen. Und dieser elektrische Strom induziert nun seinerseits wiederum ein Magnetfeld. Summa summarum hat man damit sowas wie einen magnetischen Schlauch, der geschlossen ist und in dem ein Plasma, eben ein sehr heißes Gas, das besteht nur aus ionisierten Teilchen, festgehalten werden kann. Fusionsreaktionen sorgen für die endlose Glut unserer Sonne. Aber gelingt es auch auf der Erde, diese Urgewalt zu nutzen? Um den von Sacharow konzipierten Fusionsreaktor zu bauen, muss noch viel geforscht und getestet werden. Nirgends feiern die Sowjets so große Triumphe wie in der Raumfahrt. Kopf der Raketenforschung ist Sergei Koroljow. Er arbeitet schon seit den 30er Jahren an Raketen. Ein begeisterter und genialer Konstrukteur. Doch 1938 wird er von Neidern angezeigt und in ein sibirisches Arbeitslager gesteckt. Mit Glück überlebt er Gulag und Krieg und arbeitet sich wieder hoch, bis zum Chef des sowjetischen Raketenprogramms. Das, was für uns der Werner von Braun war, war für die Russen Koroljow. Also eine sehr berühmte Person, jemand, der die russische Raumfahrt wirklich voranbrachte. Die Russen haben ihn geheim gehalten, weil sie nicht wollten, dass die Amerikaner wussten, dass es so eine Person gab. Aber eine hochgeschätzte, weltweit hochgeschätzte Person. Koroljow schlägt Chruschtschow vor, einen Satelliten in eine Erdumlaufbahn zu schießen. Sputnik, zu Deutsch Gefährte. Die Militärs tun dies als Unsinn ab. Doch Koroljow weiß, wie man Chruschtschow begeistert. Mit möglichem Prestigegewinn für die Sowjetunion. Die Raumfahrt hat beide Aspekte, wie auch die Atomenergie, diesen zivilen und den militärischen Komplex. Was ich interessant finde bei der Sowjetraumfahrt, ist, dass gerade dieser militärische Aspekt sehr stark in den Hintergrund geschoben wurde. Oder ist die gewaltige Rakete doch auch von militärischem Nutzen? Am 4. Oktober 1957, pünktlich zum Internationalen Geophysikalischen Jahr, sind Koroljows Ingenieure am Ziel. Die Töne des Sputnik öffnen den Menschen das Weltall. Die Sowjetunion schreibt Menschheitsgeschichte, friedlich und unbewaffnet. Ein gewaltiger internationaler Imagegewinn. Der Sputnik-Schock war ein Schock für die USA, vor allem in einem Sinn, nämlich dass es gezeigt hat, dass Amerika plötzlich sehr klein und verletzlich geworden ist. Der zweite ist sicherlich auch, dass man überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass die Sowjetunion einen dermaßen großen wissenschaftlichen und technischen Vorsprung hatte. Auf der Weltausstellung in Brüssel kann die Sowjetunion auftrumpfen. Die USA wollen gleichziehen und bringen ihren Vanguard-Satelliten an den Start. Doch die Rakete hebt gerade mal 2 Meter vom Boden ab. Die Weltmacht ist blamiert. Koroljow plant bereits den nächsten Schritt: ein Lebewesen ins All zu schicken. Als Test, bevor man es mit Menschen wagt. Die Hündin Laika wird berühmt, doch sie bezahlt mit ihrem Leben. Hitze und Stress im Orbit waren zu groß. Schon seit 1951 hatten sowjetische Raketen Hunde in geringere Höhen katapultiert. Das Ziel heißt, die Bedingungen erforschen, damit 4- und später auch 2-Beiner im Kosmos überleben.
Wenn man sich diese sogenannten Space Firsts, also die Pioniertaten in der Raumfahrt anguckt, dann war das eine Spirale auf Seite der Sowjetunion, die ein unglaubliches Tempo aufnahm. Also wenn man sich nur mal vergegenwärtigt, was zwischen 1957 und 1961 alles geschah, also der erste Sputnik, dann die arme Laika, das erste Lebewesen im All, dann die Entdeckung der Rückseite des Mondes, ganz wichtig für die Wissenschaft. Das war eine Spirale, bei der konnte einem fast schwindelig werden und natürlich auch die USA in betretenes Schweigen versetzte. Auf den Weltfestspielen der Jugend und Studenten 1957 präsentiert sich Moskau als Speerspitze des Fortschritts. Der versprochene Wirtschaftsaufschwung soll den Sozialismus auf Dauer sichern. Moskau empfängt Zehntausende junge Menschen aus aller Welt. Ein geheimer CIA-Report konstatiert, Wissenschaft und technischer Fortschritt spielen eine große Rolle, um junge Ingenieure und Intellektuelle anzusprechen. Zu Beginn des neuen Jahrzehnts fühlt sich Koroljows Team so weit. Sie können mit ihrer Kapsel namens Vostok, der Osten, einen Menschen ins All schießen und heil wieder zurückbringen. Die Wahl fällt auf den jungen Piloten Juri Gagarin. Die große R-7-Rakete wird für das Vostok-Programm weiterentwickelt. Konstruktionsmerkmal ist die Bündelung des zentralen Triebwerks mit vier gleichartigen Boostern. Vom Weltraumbahnhof Baikonur aus kann die Rakete fast 5 Tonnen Nutzlast ins All tragen. Die Zeit war reif. Die Rakete war da. Die Russen hatten die R-7 erfunden, entwickelt. Das heißt, sie hatten die Möglichkeit, aber sie wussten nicht, wie zuverlässig das Ding war. Das war alles eine sehr heikle Angelegenheit. Und wenn man sich den ersten Flug von Gagarin anschaut, der war höchst riskant. Noch gibt es kaum weltraummedizinisches Wissen. Dass Gagarin den Raumflug heil überstehen wird, ist eher Hoffnung als Gewissheit. Kürzlich ins All geschossene Hunde kamen schwer krank zurück. Gagarins Flugprogramm wird deshalb auf nur eine Erdumrundung verkürzt. Am Morgen des 12. April 1961 steigt Juri Gagarin in die kleine Stahlkugel. Auf seinem Helm das Kürzel der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, damit ihn nach der Landung niemand für einen Marsmenschen hält. Insgeheim werden seine Überlebenschancen auf höchstens 50% geschätzt. Radio Moskau verbreitet Optimismus, hat aber auch schon einen Nachruf parat. Start. Wir wünschen dir einen guten Flug, funkt Sergei Koroljow. Bange Sekunden, dann zündet die Rakete und hebt mit dem ersten Kosmonauten der Geschichte ab. Nach 100 Minuten ist klar, das Zeitalter der bemannten Raumfahrt hat begonnen. Kosmos, Kosmos, skandieren begeisterte Russen in Moskau. In Gagarin würde ich sogar den ersten sowjetischen Superhelden sehen. Also er war wirklich ein Superstar. Und 1961 ist noch vor den Beatles. Das muss man sich auch so aus westlicher Perspektive vergegenwärtigen. Also diese kreischenden Fans, die ihm da entgegenrannten, die erinnern mich immer an die Beatles dann später.
Frauen fielen reihenweise in Ohnmacht, wenn sie ihn gesehen haben. Und im Kontext der Sowjetunion ist das halt wirklich ein neues Phänomen. Wir hatten ein bisschen mehr als 10 Jahre zuvor Kriegsende. Und die Helden, die die Sowjetunion kannten, waren die Kriegshelden. Und plötzlich ist da ein Mensch, der nichts mit Krieg und Elend und Vernichtung zu tun hat, sondern eine wirklich neue Leichtigkeit des Seins vermittelt. Im Frühjahr 1963 trainiert eine Frau besonders intensiv. Valentina Tereshkova, die erste Frau, die in den Weltraum fliegen soll. Noch weiß man wenig über die Auswirkungen längerer Raumflüge auf den Körper. Sind Frauen vielleicht besser geeignet als Männer? Valentina Tereshkova soll als 10. Mensch der Geschichte einige Tage im All bleiben. Die gut trainierte Fallschirmspringerin muss mit ihrer 20 Kilo schweren Montur kämpfen. Die Konstruktion der Vostok-Kapsel gilt mittlerweile als bewährt. Trotzdem ist nach wie vor jeder Raumflug extrem riskant. Alle Blicke sind auf die junge Kosmonautin gerichtet. Es ist der 16. Juni 1963. Als am Weltraumbahnhof Baikonur der Countdown abläuft. Tereshkova wird im Funkverkehr nicht mit ihrem Namen angesprochen, sondern Tschaika, die Möwe, genannt. Das Fernsehen überträgt weltweit Live-Bilder der ersten Frau im All. Und Töne. Hinter den Kulissen verläuft der Flug der Möwe nicht so fröhlich. Vor allem die Übelkeit macht ihr schwer zu schaffen. Nach 3 Tagen die Rückkehr. In 7 Kilometern Höhe muss sie sich aus der zu Boden rasenden Kapsel katapultieren und mit dem Fallschirm landen. Nach der Landung wirkt sie um Jahre gealtert. Vieles ist misslungen bei dieser Mission. Umso glücklicher die Umarmung nach der Rückkehr. Ihre Tubennahrung verschenkt sie an die Dorfbewohner. Wegen ihrer Dauerübelkeit hatte sie nichts davon gegessen. In Moskau Freudentaumel. Tereshkovas Mentor Koroljow schließt sie in die Arme. Voreilig zieht man den Schluss, Frauen vertrügen Schwerelosigkeit schlechter als Männer. Erst 19 Jahre später wird es wieder eine Kosmonautin geben. Dennoch wird Tereshkova weltweit gefeiert. Sie spielte eine ganz große Rolle, weil sie brachte die Mädchen und Frauen mit ins Boot in dieser Kosmos-Euphorie. Natürlich ließ sich mit ihr wunderbar zeigen, dass der Sozialismus die Gleichstellung von Mann und Frau vollzogen hatte. Als Botschafterin eines Techno-Kommunismus bereist die erste Frau im All Afrika, Indien, Kuba und sogar die USA. In New York wird sie mit Juri Gagarin von der UNO empfangen. Die USA fühlen sich gedemütigt. Präsident Kennedy will handeln. You'll be sure we are behind. Es ist gewiss, wir sind im Rückstand und werden noch eine Weile im Rückstand sein.
Aber in diesem Jahrzehnt werden wir aufholen und an die Spitze kommen. We shall make up and move ahead. Leicht fällt das Aufholen nicht. Die NASA stand da und sagte, das schaffen wir nicht. Wie stellt sich der Kerl das vor? Aber wenn alle das wollen und das Geld da ist, so war die Situation damals, dann geht's doch. Zum ersten großen Erfolg in der Aufholjagd wird der Start von John Glenn 1962. Die Raketentechnik hat auch eine höchst bedrohliche Seite. Sowjetische Atomraketen werden heimlich auf Kuba stationiert. Die Welt am Rand des Atomkriegs. Am Ende können Kennedy und Chruschtschow den Frieden wahren. Die Sowjetraketen werden aus Kuba abgezogen. In Moskau wird Chruschtschow gestürzt. Das Militär folgt dem neuen Parteichef Brezhnev. Der hegt großes Misstrauen gegen selbstbewusste Top-Wissenschaftler. Aber auf jeden Fall behauptete die sowjetische Führung, die unter Brezhnev kam, dass sie die wissenschaftliche Führung sei, die Experten und Ingenieure in den politischen Prozess einbeziehen und Wissenschaft und Technologie so umgestalten würde, dass die Persönlichkeiten keine Rolle mehr spielen. Und so können wir wohl sagen, dass das Brezhnev-Regime viel technokratischer war als die Führung unter Chruschtschow. Zurück in die 60er. Ebenso wie Koroljow saß auch der Flugzeugkonstrukteur Andrei Tupolew unter Stalin im Gulag. Von Chruschtschow bekommt er die Aufgabe, ein Überschallpassagierflugzeug zu bauen. Im Westen wird gerade die Concorde entwickelt und Tupolews Flugzeug sieht ihr zum Verwechseln ähnlich. Doch es gibt große Unterschiede, besonders beim Antrieb. Die Tupolew wird damals spöttisch Concordski genannt. Denn in Paris ist ein DDR-Spion mit Concorde-Plänen aufgeflogen. Doch die Ingenieure bei Tupolew haben genug eigenes Know-how. Die prägnanten Delta-Flügel sind kein Plagiat, sondern eine technische Notwendigkeit für Überschallflüge. Ohne Computerhilfe optimieren die Techniker ihr Modell am Reißbrett. Jeder will den Überschallwettlauf gewinnen. Die kurze Entwicklungszeit hat den sowjetischen Ingenieuren definitiv große Probleme bereitet. Es sind neue Verfahren entwickelt worden, die nicht ausgereift waren. Es sind neue Materiallegierungen, gerade für die große Reibungshitze, versucht worden und auch eingesetzt worden, die aber auch nicht hundertprozentig ausgereift waren. Die Triebwerke waren nicht ausgereift. Es war einfach ein überstürztes und sehr dem Prestige geschuldetes Projekt. Über die Fortschritte dringt nur wenig nach draußen. Am 31. Dezember 1968 öffnen sich schließlich die Werkstore von Tupolew und die schnittige Maschine wird herausgerollt. Die TU-144 soll ihren Erstflug absolvieren, genau am letzten Tag der Planerfüllung. Einsatz für die Testpiloten. Wird der Vogel wirklich fliegen? Vater und Sohn Tupolew ist die Anspannung ins Gesicht geschrieben. Geschafft. Die Überschall-Ära beginnt mit der russischen Tupolew und nicht mit der französisch-britischen Concorde. Noch können die Testpiloten im Cockpit nicht aufatmen. Denn erst muss sie heil wieder landen. Das ist bei einem Flugzeug mit Delta-Flügeln nicht so einfach. Die Maschine muss vor dem Aufsetzen sehr steil angestellt werden. Damit der Pilot überhaupt die Piste sieht, hat der Flieger eine nach unten schwenkbare Nase. Wie die Concorde. Die Landung glückt. Tupolew hat es geschafft. Die Sowjettechnik liegt wieder mal vorn.
Der Wettlauf zwischen Ost und West im All geht in die nächste Runde. Eine Kapsel für zwei Kosmonauten. Einer von ihnen soll den ersten Weltraumspaziergang unternehmen. Ein spezieller Raumanzug wird dem Kosmonauten Alexei Leonow angepasst. Die Voskhod-Kapsel hat eine seitliche Ausstiegsschleuse. Im März 1965 zündet eine neue, stärkere Version der R-7-Rakete und trägt die Kosmonauten ins All. Alexei Leonow schwebt als erster Mensch frei im Weltraum. Doch sein Raumanzug bläht sich so stark auf, dass er nicht mehr zurück kann. Er muss Druck ablassen. Aber wie? Mit knapper Not schafft er es zurück in die Kapsel. Auch die Landung endet fast tödlich. Weitere bemannte Raummissionen werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Bald darauf stirbt Sergei Koroljow mit 59. Ein schwerer Schlag für die sowjetische Raumfahrt. Die Techniker setzen alle Kraft daran, Koroljows letztes Projekt zu vollenden: die Mondrakete. Hier liegt Amerika vorn. Im Februar 1969 sind drei riesige N1-Raketen startklar. Die Amerikaner haben den Mond zwar einige Wochen zuvor bereits umrundet, sind aber noch nicht gelandet. Die Sowjetunion setzt alles auf eine Karte, um aufzuholen. Bei ihrem ersten Start am 21. Februar hebt die N1-Rakete zunächst problemlos ab. Doch dann geht sie in Flammen auf. Die beiden Mondraketen im Vergleich. Die russische N1 besitzt ganze 30 kleine Triebwerke. Werner von Braun, Saturn, 5 große. 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Im Sommer 1969 kann die NASA Kennedys Auftrag erfüllen. Eine 500 Milliarden Menschen verfolgen gebannt den Start von Apollo 11. Neil Armstrong setzt als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond. Die USA haben diesen Wettlauf gewonnen. Der Nimbus der unschlagbaren Sowjettechnik ist dahin. Der Triumphzug von Armstrong, Aldrin und Collins in New York stellt alles in den Schatten, was es an Weltraumbegeisterung bisher gegeben hat. Zwei Jahre später kommt es zur größten Tragödie für die sowjetische Raumfahrt. Drei Kosmonauten ersticken bei der Landung ihrer Soyuz-Kapsel. Raumfahrer und Bevölkerung trauern. Die große Kosmosbegeisterung in der sozialistischen Welt ist vorbei. Sie hatten in den 60er Jahren viele Misserfolge, da sie ohne ausreichendes technologisches Niveau in die nächste Phase vorstießen. Und ich denke, dass diese Misserfolge Teil eines systematischen Problems waren, nämlich der Zentralisierung von Wissenschaft und Technologie, die den Wissenschaftlern nicht genügend Spielraum gab, um innovativer zu sein, und sie an Ziele band, die sie vielleicht nicht erreichen konnten. Dann trifft es auch noch das Vorzeigeprojekt der sowjetischen Luftfahrt. Bei einer Flugschau in Paris stürzt eine Tu-144 vom Himmel. Die genauen Umstände sind bis heute ungeklärt. Die Tupolev 144 war per se nicht unsicher, aber sie war unzuverlässig. Solche Darstellungen der Piloten hat es immer mal gegeben, und gerade bei solchen Vergleichsshows
gehen sie an die Grenze und es gibt verschiedene Theorien, warum das Flugzeug abgestürzt ist damals. Das war aber nicht darauf zurückzuführen, dass dieses Flugzeug unsicher war. Tatsächlich nimmt der Überschalljet Ende 1977 den regulären Passagierbetrieb zwischen Moskau und Alma-Ata, dem heutigen Almaty, auf. Der Flug nach Kasachstan dauert heute 4,5 Stunden. Damals nur 2. Die Überschalltickets kosten 82 Rubel, die Hälfte eines Monatseinkommens. Es soll eine erste Klasse gegeben haben in der Tupolev 144 und für die wenigen Politbüromitglieder, die damit geflogen sind, soll auch der Komfort recht hoch gewesen sein, sprich es gab gutes Essen und bequeme Sitze. Aber es gab ja insgesamt nur gut 3000 Passagiere, die damit befördert worden sind. Das heißt also, diesen Komfort konnten nur wenige ausnutzen und wirklicher Komfort war es auch nicht. Das Flugzeug war innen sehr laut. Es war kaum möglich, sich mit dem Sitznachbarn zu unterhalten. Die TU 144 ist unrentabel und wird schon nach einem Jahr stillgelegt. Von den nur 16 gebauten Exemplaren steht heute eines in Deutschland. Das sowjetische Raumfahrtprogramm wird mit großem Aufwand weitergeführt. Für die Kosmonauten und ihre Familien wird das Sternenstädtchen gebaut. Abgeschirmt von der Öffentlichkeit soll es an nichts fehlen. Jeder Kosmonaut wird einem harten Trainingsprogramm unterzogen. Das Ziel ist der Langzeitaufenthalt auf einer Raumstation. Leben im Weltall. Das ist eine beliebte Zukunftsvision auch sowjetischer Science-Fiction-Filme. Sich immer Teil eines größeren Systems gefühlt. Und das ist sicher etwas, was sich mit der Mondlandung dann verstärkt. Also diese Idee, dass man irgendwann mal weiter ausgreift und Planeten besiedelt und der Mensch überhaupt eine Zukunft im All hat, das ist Teil eines russischen Denkens, das weit ins 19. Jahrhundert zurückgeht. Fast alle Anstrengungen richten sich jetzt auf die Entwicklung der Saljut-Raumstationen. Sie werden modular gebaut und die Kopplung mehrerer Raumschiffe an die Module macht die Station für lange Aufenthalte im All nutzbar. Die Supermächte beginnen sich anzunähern. Der sowjetische Premier Kosygin und US-Präsident Nixon unterzeichnen ein Abkommen für eine gemeinsame Raummission. Der technische Weltstandard für das Andocken von Raumschiffen ist russischen Ursprungs. Er wird bis heute genutzt. Sowjetische Kosmonauten kommen auf Goodwill-Tour in die USA. Alexei Leonov wird Chef der Freundschaftsmission. Because I want to be a movie star. Ich habe nie richtig rausbekommen, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Ich habe dann mit anderen Kosmonauten und Astronauten, wir treffen uns ja einmal im Jahr, darüber gesprochen, es scheint irgendwie so ein Deal zwischen den Astronauten gewesen zu sein. Also, dass die untereinander sich, so wie ich das verstanden habe, und dass sie gesagt haben, komm, wir machen was, wir sprechen mit unserer Regierung. Und auf einmal kam das zustande. Also, mitten im Kalten Krieg treffen sich da eine Sojus-Kapsel und eine Apollo-Kapsel und docken miteinander an. Es gibt ein Handshake und die Welt applaudiert. Aber trotzdem hat es nie so im Bewusstsein der Menschheit diesen Durchbruch bekommen, weil es war eine einmalige Sache, es wurde nicht fortgeführt. Contact.
In Helsinki wird fast zeitgleich die KSZE-Schlussakte unterzeichnet. Die Achtung der Menschenrechte wird festgeschrieben. Der Kalte Krieg scheint Geschichte. Andrei Sacharow erhält 1975 den Friedensnobelpreis. Seine Vision einer Weltgemeinschaft im Zeichen der Wissenschaft will er mit dem Zugang zu unerschöpflicher Energie krönen. Ende der 60er Jahre wurde erstmals in der Welt im Tokamak 3 endlich die für einen Fusionsreaktor mindestens benötigte Temperatur von 10 Millionen Grad für Ionen und 40 Millionen Grad für Elektronen erreicht. Temperatur ist alles, wenn es darum geht, Atomkerne zum Verschmelzen zu bringen. So richtig überrascht war der Westen, als Ende der 60er Jahre die Russen auf einmal mitteilten, wir haben eine Temperatur erreicht, die man bis dahin für unerreichbar hielt. Also deutlich über 5 Millionen Grad, 10 Millionen Grad. Und daraufhin gab es auch sofort einen Wissenschaftstourismus nach Moskau, weil man wissen wollte, wie funktioniert das Ding. Britische Wissenschaftler prüfen die Ergebnisse ihrer sowjetischen Kollegen. Ein Durchbruch in der sonst streng geheimen Nuklearforschung. Dadurch, dass den Russen es gelungen war, eine so hohe Temperatur zu erzeugen, die dann endlich mal auch in die Nähe der Brennkriterien kam, dass man sagen könnte, oh, wenn wir da jetzt noch weitergehen, dann werden wir einen Fusionsreaktor konstruieren können. Das hat dazu geführt, dass das Tokamak-Prinzip zu dem Prinzip geworden ist, was bis heute verfolgt wird. Die weitere Entwicklung wird jetzt in internationaler Zusammenarbeit erfolgen, so wie es Sacharow sich erträumte. Doch in den späten 70ern zeigt die Planwirtschaft der Sowjetunion immer mehr ihre Schwächen. Das Volkseinkommen, die Produktivität sinken. Es funktioniert nie, Top-Down-Aufträge zu erteilen. Seien Sie innovativ, tun Sie dies und das in 5 Jahren. Wie will man eine Entdeckung von morgen planen, wenn man gar nicht weiß, was kommt? Das Militär gibt den Ton an. Die immer gleichen Rituale am Roten Platz. Ein alter und kranker Brezhnev. Die Aufrüstung frisst fast alle Forschungsmittel. Gorbatschow wird das bald die Zeit der Stagnation nennen. Regimekritiker hoffen auf Proteste im Volk. Doch Duldsamkeit und eine in Jahrzehnten eingeübte Flüsterkultur verhindern das. Man ist zwar frustriert, bleibt dem Regime aber treu. Der Sowjetbürger ist konservativ geworden. Echte Existenzsorgen muss er sich nicht machen. Die Wirtschaft setzt weiter auf Schwerindustrie, treue Abnehmer in den Vasallenstaaten des Ostblocks und den Export von Öl und Gas. Man war immer noch gebannt, gefesselt von den Produktionsziffern Kohle, Stahl, Eisen, Öl. Also es war eine archaische Modernisierung, die sich an Rauch und Eisen orientierte. Dass aber in den 70er Jahren sich neue Technologien entwickeln, also gerade auch die Mikroelektronik, die Computerindustrie, das hat man in der Sowjetunion völlig verpennt. Mit Gorbatschow kommt frischer Wind auf. Er will die Gesellschaft reformieren. Doch erneuert er auch Wissenschaft und Technologie? Als wir die Gorbatschow-Ära erreichten, wurden viele der Mängel der sowjetischen Wissenschaft sicherlich noch deutlicher, oder zumindest unser Verständnis davon, weil Gorbatschow die direkte Diskussion über die Notwendigkeit von Reformen förderte und die Öffentlichkeit durch Glasnost und Perestroika in diese Bemühungen einbezog. Ein Beispiel für das Können der Ingenieure ist das sowjetische Shuttle Buran. Als US-Präsident Reagan der Sowjetunion mit einem Krieg im Weltall droht, erlangen die Shuttle-Pläne militärische Bedeutung. Energia, die mächtigste Trägerrakete der Welt. Sie wird eigens entwickelt, um die schwere Raumfähre samt Fracht ins All zu befördern. Zurück kommt die Buran dann alleine, wie das Space Shuttle der USA.
Aber wozu eigentlich? Eigentlich macht es nicht viel Sinn. Es macht deswegen nicht viel Sinn, weil das, was man in den Weltraum bringen will, nehmen wir an, einen Satelliten, der in die Ladebucht des Shuttles passt, wiegt vielleicht 15 bis 20 Tonnen. Das sind schon Riesendinger. Das Shuttle wiegt 200 Tonnen. Also, um 20 Tonnen in den Weltraum zu kriegen, muss ich 200 Tonnen dahin fliegen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Man muss nun wissen, jedes Kilogramm, das in den Weltraum geflogen wird, kostet mit dem Shuttle etwa $20.000. Trotzdem bauen beide Seiten Space Shuttles. Der Jungfernflug der Buran 1988 verläuft reibungslos. Die Fähre startet und landet vollautomatisch nach zwei Erdumkreisungen. Die meisten Experten sind heute der Meinung, dass Buran vielseitiger war als das amerikanische Space Shuttle. Doch das Sowjetreich kollabiert und mit ihm stirbt die Raumfähre. Buran ist, ich glaube, zweimal geflogen. Und zwar sogar vollautomatisch, das, was die Amerikaner nie geschafft haben. Also auch wieder eine Eintagsfliege. Das Ding wurde danach sofort wieder in den Hangar gestellt und keiner hat es mehr gebraucht. Teurer Weltraumschrott. Heute zu bestaunen im Technikmuseum Speyer. Gescheitert, aber faszinierend. So wie die nächste vielleicht geheimnisvollste Sowjeterfindung. Der Ekranoplan. Ekranoplan war ein Projekt für ein sogenanntes Bodeneffektflugzeug, also für ein Fluggerät, das eine Art Zwitter ist zwischen Schiff und Flugzeug. Es sollte im bodennahen Bereich nur unterwegs sein, vielleicht in 10 Metern Höhe, einer Schicht, die besonders auftriebsstark ist und wo relativ wenig Energie nötig ist, um ein Fluggerät wirtschaftlich fortzubewegen. Es gab das Bodeneffektflugzeug KM, das Kaspisky Monster. Es war mit Strahltriebwerken ausgerüstet, sehr, sehr schwer. Es gab verschiedene kleinere Projekte. All diese kamen nicht über wenige Exemplare hinaus. Bei nahezu 500 Stundenkilometern lässt sich dank des Bodeneffekts viel Treibstoff sparen. Doch es gibt einen Haken. Das kaspische Monster kann so gut wie keine Kurven fliegen. Die Tragflächen sind zu dicht über dem Wasser. Jede Berührung würde zum Absturz führen. Das Militär gibt die Idee auf. Die Sowjetunion setzt über ein Drittel ihrer technischen Ressourcen für Rüstung ein. Mehr als jedes andere Land der Welt. Mit ihrem Ende landet so manches Geheimprojekt auf dem Schrott. In Kasachstan nutzen heute findige Bauern die Trümmer einer Mondrakete. Was bleibt also von der großen Zeit sowjetischen Hightechs? Man muss schon der Sojus-Rakete und der R-7 schon sagen, sie haben wirklich der Menschheit oder auch den Amerikanern die grundlegenden Kenntnisse gegeben, wie funktioniert Raumfahrt. 14 Nationen betreiben heute gemeinsam die ISS-Raumstation. Ich denke, wir werden uns immer an Juri Gagarins heldenhaften Aufbruch ins All erinnern. Wir werden uns immer daran erinnern, dass sowjetische Wissenschaftler das Tokamak-Modell für ITER entwickeln, den zukünftigen Fusionsreaktor, der in den nächsten Jahren ans Netz gehen wird. Am Tokamak-Reaktor ITER in Südfrankreich arbeiten 5000 Techniker und Forscher aus 35 Nationen. Wenn Kernfusion eines Tages billige, saubere Energie für jedermann produziert, wird das unsere ganze vom Erdöl getriebene Weltordnung ändern. Und niemand weiß, in welche Richtung. Vielleicht bleibt Sacharows Vision das letzte Geheimnis der Sowjettechnik.